Los. Wie? Bitte? Oh, Gott sei Dank, du lebst. Was ist passiert? Du warst ohnmächtig. Wie hast du mich rausgeholt? Weiß nicht mehr. Ich habe nicht nachgedacht. Ich habe einfach funktioniert. Hey, langsam. Ganz ruhig. Ich schätze, du hast mir das Leben gerettet. Danke. Hab's dir gesagt. Im Giftmüll zu tauchen ist eine blöde Idee. Aber nein, auf mich hört ja keiner. Giftmüll? War das dein Konstrukt? Hey, hört ihr den? Du hast ihn gehört? Gehört wäre zu viel gesagt. Er war nur in meinem Kopf. Wie ein Gedanke, der weder meiner noch deiner war. Hä? Ignoriere sein Gejammer. Unser Verhältnis ist kompliziert. Was mache ich hier noch? Du solltest lieber noch nicht in die Stadt zurück. Ich bin auch müde. Hab jetzt keine Lust zu fahren. Lass uns doch heute Nacht hier bleiben. Was meinst du? Warum eigentlich nicht? Und wem gehört das Haus? Du sagtest, du kennst den Besitzer. Einer unserer Nachbarn wollte unbedingt in Laguna Bend bleiben. Eine Aufnahme. Die Bullen haben ihn aus dem Haus gezerrt, als das Wasser kam. Also baute er sich ein neues, so nah wie es ging. Aber dann wurde er krank. Damals war das Wasser noch viel giftiger. Ja, das ist okay. Ah. Du musst furchtbar frieren. Ich brühe was auf. Jo. Ich geh mal. Trinkst du dein? Warte. Warte. War schon düster hier. Milch und Zucker. Milch und Zucker, bitte. Das volle Programm, hm? Jo. Ah, hab den Generator vergessen. Ah, okay. Ein Generator? Was noch? Whirlpool? Finnische Sauna? Nein, aber wir haben fließend Wasser. Ach, hier steht auch eine Latte. Aber die ist alt. Ich mach schon. Du solltest langsam machen. Immer schön vorsichtig. Was? Achso, ist draußen. Ja, wo ist der? Ich finde, die Gefühlswellentransmitter hätten noch besser getuned werden können. Die waren manchmal ziemlich heftig. Wir haben Strom. Ein kleines Spa ist jetzt eröffnet. Sei vorsichtig. Sicher. Scheiße. Judy? Hey? Wo ist er denn jetzt? Oh, ich hab nicht gesehen. Wie war das? Ich konnte dich nicht richtig hören. Ist irgendwas? Nein, alles gut. Schnell umgezogen. Erzähl keinen Scheiß. Wir sind noch synchron. Schon vergessen? Maiko hat das ganze Clouds bei den Eiern. Sie hat dort jetzt das Sagen. Und? Nichts und. Ich habe mit den Puppen geredet. Sie sagen, nichts ist anders. Alles wie immer. Ich fühle mich, als ob alles, was wir getan haben, umsonst war. Ich wollte es dir nicht sagen. Das sollte unser Tag werden. Ich wollte... Es ist unser Tag.
Okay. Okay, ja. Was geht denn jetzt ab? Jo, alles klar. Jo, fürs Let's Play. Bitteschön. Wie ist die Show? Das nennt man Berührungs-SEX. Toll, das war's schon. Mensch. Toll. Das nennt man Rauch SEX. Schöne Tattoos. Mal, bin ich jetzt hier angezogen? Warte mal, wir können ja uns hier neu umkleiden. Oder je nachdem gucke ich mal was wir gerade haben. Neue Schuhe. Ja, okay. Ne, den zerlegen wir mal. Okay, ja. Ja. Würde auch gehen, aber das ist ja episch, ne? Ja, ich bleib bei dem. Ja, komm. Komm, wir suchen mal nach Judy. Die war abhauen, ja? Da ist sie doch. Hey, setzt du dich ein bisschen zu mir? Hier ist dein Kaffee. Morgen. Endlich. Also, gestern. Was genau war das? Schön. Erinnerst du dich nicht? Oder willst du es nochmal durchgehen? Du weißt genau, was ich meine. Was hat es für dich bedeutet? Eine nette Ablenkung. Ich glaube, also ich hoffe, es war der Anfang von was Schönem. Es sei denn, du siehst das anders? Puh, manchmal hast du echt ein Brett vorm Kopf. Du hast meine Pläne ruiniert, weißt du? Ich wollte Night City heute eigentlich verlassen. Oh. Hab sogar schon gepackt. Aber jetzt glaube ich, dass ich bleiben muss. Ah, das Erste. Warum wolltest du weg? Alles, was passiert ist, hat mich ziemlich fertig gemacht. Aber jetzt sieht's anders aus. Night City klingt plötzlich gar nicht mehr so übel. Gib mir deine Hand, Vi.
Das war's schon. Glückwunsch, du hast jetzt Zugang zu meiner Wohnung. Wow, du willst, dass ich einziehe? Wenn du das willst. Oder komm einfach vorbei, wenn du magst. Erinnert mich an den Witz. Ich bin sprachlos. Sowas hat noch nie jemand für mich getan. Du vertraust mir wirklich. Willst du jetzt gleich hinfahren? Fahr hin, wenn du willst. Ich denke, ich bleib noch ein bisschen okay, hier. Okay, wenn du das denkst. Bis dann, Judy. Ein paar nette Worte zum Schluss eigentlich, aber okay. Dann halt nicht. Hier haben wir jetzt Song. Das war die abgeschlossene Quest der Reihe. Ja, ein paar Bugs hat man schon in der Session gehabt. Ja, kann man nichts mehr machen, ne? Nächste Quest. Können wir mal warten nochmal. So, wann meldet sich denn die eine noch? Junge, Junge, Junge. Oder haben wir die auch? Ne, haben wir nicht durch. Aus ob. Warte mal. Sandra Dorset müssen wir anrufen. Machen wir mal. Wie? Du bist doch wie, oder? Hast du die Datenbank gefunden? Du siehst ja prächtig aus. Das Traumateam hat dich also ruckzuck wieder zusammengeflickt. Ja, bin so gut wie neu. Wenn du nicht gewesen wärst, hätten sie garantiert nichts mehr zum Zusammenflicken gehabt. Dafür habe ich mich nie richtig bedankt. Sag mal, war da nicht noch jemand bei dir? So ein großer Typ? Wenn du ihn siehst, dann grüß ihn bitte mal von mir. Ja, also... Jackie ist tot. Schrecklich. Aber doch nicht meinetwegen, oder? Nein, Arasaka hat ihn umgebracht. Kurz nachdem wir dich gefunden hatten. Jackie war viel zu cool, um sich irgendwelche Gefühle anmerken zu lassen. Aber er wäre sicher froh, dass du dich an ihn erinnerst. Naja, was zählt ist, dass wir noch leben. Wo waren wir stehen geblieben? Die Datenbank. Hast du sie? Ja. Hallo? Du willst es wirklich wissen, was? Du rätst nie, wo sie war. Das war eine richtige Scaff-Jagd. Sandra? Bist du da? Ja. Ich hab nur... Seit sie mir gesagt haben, was passiert ist, sehe ich sie überall. Ich dachte mir, dass sie sie haben. Weil ich hätte sie niemals selbst gesucht. Nicht nach dem. Ich rede mir ein, dass es vorbei ist. Dass sie jetzt weg sind. Hör mal, du bist Platin-Kundin beim Traumateam. Besser geht's nicht. Ich bin mir sicher, der Sick Hammer-Exploit ist längst behoben. Stimmt. Aber wer weiß, was sich die Scaffs nächstes Mal ausdenken. Naja, jetzt ist jedenfalls alles vorbei. Ich muss mich um ein paar wichtige Dinge kümmern. Das war ganz schön am Willst Anfang du darüber gewesen, reden? Ne? Ach, schon gut. Bring einfach die Datenbank in mein Apartment. Ich schick dir gerade die Adresse. Danke. Können wir das noch machen? Wo ist denn das? Mal hier. Machen wir das so schnell, ne? Okay. So, uns beeilen. So, Apartment ist hier rein.
I'm with you when you be. I'm with you when you be. Okay. Apartments. Haben wir den noch offen gehabt? Okay. Ganz schön merkt. Boah. Ja, anklopfen, ey. Sandra? Ich bin's, wie? Ich hab deine Datenbank. Sandra? Bist du da? Bist du allein? Ist dir jemand gefolgt? Was glaubst du denn? Mach schon. Ich will die Tür nicht lang offen lassen. Okay. Immer noch Schiss vor den Scavs? Eine Freundin von mir meinte, dein Gedächtnis wäre gelöscht. Scavengers? Nein, ich denke da eher an. Ach, ist doch egal. Hast du die Datenbank? Nette Bude hast du hier. Geschmackvoll. Danke. Wenn es nicht die Scavs sind, wer dann? Hör mal. Ich bezahle dich nicht dafür, dass du mir persönliche Fragen stellst. Du hast damit angefangen. Außerdem habe ich dein Leben gerettet. Zählt das nichts? Das zählt. Und dafür wurdest du bezahlt. Tu nicht so, als wäre das eine große Sache für dich. Also, wo ist die Datenbank? Hier. Keine Angst. Ist vollkommen intakt. Immer wenn jemand keine Angst sagt, wird mir ein bisschen... Oh, nein, wollte ich. Nur mich zumute. Du hast nicht zufällig mal kurz reingesehen, oder? Weiß ich gar nicht. Stopp mal. Ich würde nie meinen Ruf für ein paar Datenbytes ruinieren. Komisch ist nur, dass die GPS-SIG von der Datenbank vor gar nicht allzu langer Zeit plötzlich online war. Das kann nur eins bedeuten. Jemand hat sie gebootet und reingesehen. Oh. Na gut, du hast mich erwischt. Ich habe reingesehen. Und ich weiß alles. Dachte ich's mir doch. Ich glaube, es waren die Dateien, die man... Und was kommt jetzt? Nichts? Ist mir doch egal, was du in deiner Freizeit machst. Ist ein freies Land, oder? Das wollen sie dich glauben machen. Du hast ja keine Ahnung. Naja, ich werte deine Gleichgültigkeit mal als guten Willen. Das war dann alles. Oh, danke. Bis irgendwann dann. Nice, haben wir das auch. Schön, ne? Ich hab keine Ahnung mehr gehabt. Ich habe ja eh so mal alle Dokumente gelesen. Da dachte ich mir, scheiße. Dass ihr das auch noch herausfindet, ne? So. Sprich mit Misty. Ah, wir haben ja alles, ne? Können wir auch eigentlich machen. Mann! Machen wir die nochmal. Was ist das denn? 400 Meter. Das ist ja doch um die Ecke. Können wir mal auch noch schnell. Ah, Mann, Mann, Mann. Ich mal wieder. Wir haben ja alle, also ich habe ja alle gesammelt und jetzt müssen wir mit ihr reden. Das ist so Anfangsquest-Dinger. Oh, warte. Nice. Meter. Was? Komm, ich hab keine Zeit. Oh,
an. Jetzt bin ich wohl ganz woanders. Hä? Arschloch-Spiel, ey. So. Oh. Angesprungen. Gesprungen. Hey. Oh, einmal durch. Was meinst du, Mann? So, da bin ich wieder. Hi. Ich habe mehr von diesen abgedrehten Wandbildern gesehen. Ergeben sie jetzt Sinn? Irgendein Zusammenhang? Was ist aus ihr geworden? Gestorben oder so? Alles nur ein paar Tarotkarten. Oh. Mein Gehirn ist wahrscheinlich völlig hinüber. Das Tarot erzählt von der Reise des Narren. Zeig mir, was du gefunden hast, und ich sage dir, was fehlt. Hier. Es fehlen noch zwei Arkana. Das Gericht und der Teufel. Sie müssen mit einem Wendepunkt in deinem Leben zusammenhängen. Einer, der bald bevorsteht. Danke. Keine Zeit für die Fragen mehr. Aber danke. Du wirst es verstehen, wenn die Zeit kommt. Ich kann nicht alles erklären. Das Tarot sagt nur, dass du die Welt auf einem von vier Wegen erreichst. Aber lange müssen wir die Quest machen. Nee. Der letzte Teil der Reise führt durch die Sonne, den Stern, Mäßigkeit oder den Teufel. Vielleicht sterbe ich vorher, ohne anzukommen. Komm schon, das würdest du nicht zulassen. Nimm das. Mehr kann ich nicht tun. Was ist das? Viel Glück, V. Egal welchen Weg du einschlägst. Ah, es war aber trotzdem Quest. Abschluss. Hä? Wir müssen jetzt zum Chirurgen. Ich würde gern mein Chrom auswechseln. Hast du was Neues? Siehst dir an. Ja, wir haben nicht genug Kohle, ey. Aber die haben wir ja schon. Mal den hier. Betriebssystem. Das ist so teuer. Ich mal, okay, sind auch, kein Geld, Mann. Okay. Das Beste vom Besten. Okay. Dann. Gucken wir mal, was wir als nächstes machen. Ich weiß auch nicht, wo die nächste Dingensquest ist. Naja. Bis dann. Ciao. Hey Leute, es geht hier weiter mit Cyberpunk. Und ich rufe mal Osop an. Das ist die Clown Quest. Die ist gar nicht mal so lang. Deswegen würde ich sagen, machen wir die. Das ist eine kleine Quest. Schauen wir mal. Osoppe. Lisoppe. Wie hier? Hab gehört, du hast einen Job. Richtig. Ich brauche einen Fahrer. Und wofür genau? Du weißt schon, dies, das, unser paar Lesungen machen, Freunde besuchen und nichts Besonderes. Aber genug gelabert, lass uns direkt zum Geschäftlichen kommen. Habe gehört, du bist die Beste in der Stadt. Ich arbeite gern mit den Besten und weiß,
dass das einen Preis hat. Die Details erspare ich dir jetzt mal. Ich meine, wenn es stimmt, was man über dich sagt, kannst du alles regeln. Also, was meinst du? Hast du das Zeug für den Job oder ist dein Ruf fake? Ach komm. Okay, ich bin dabei. Japantown beim Eingang zum Markt. Hupe ein paar Mal und ich komme zu dir. Bis dann, Vee. 800 Meter. Na gut. Na komm, wir gehen da. Da lang. So, endlich mal wieder neuen Content hier bei Cyberpunk. Heute werde ich ein bisschen länger aufnehmen als sonst. Mal gucken, wie viele Parts dazu kommen. Ui, sorry. Zu schnell um die Kurve. Mach schon. Oh, ist normal, ey. Spack. Wo fährt der nicht? Parker am angegebenen Ort. So, hier müssen wir abfahren, ne? Ja. Ach, Gegenverkehr, komm. Hier parken. Und jetzt? Genau da. Muss es ein Auto sein? Ja, das muss ein Auto sein. Goldkutsche. Die nicht hupen kann. Ah, oh, das geht, okay. Mach mich. Ah, warte. Ah, Kacke. Jetzt hupen. Okay. Geht nicht, hat keine Hupe. Geil, hat aber trotzdem geklappt. Das ist die unsichtbare Hupe. Hey, bist du Vee? Oh, leck mich. Was hat der denn da in der Nase? Du hast da was in deinem Gesicht. Die Granate. Alter. Darf ich fragen, warum? Als rote Nase. Ein Unfall beim Jonglieren oder so? Ziemlich uncool. Du fragst mich was Persönliches noch bevor du dich selbst vorgestellt hast. Du bist Vee, korrekt? Ja, das bin ich. Gut, dann mal los. Wohin denn? Little China. Ich hab Lust auf Huhn Kung Pao. Schön scharf gewürzt. Hoi. Ja, mein Wender haben wir die Karre. Ich hab mir gedacht. Stellt sich das nicht? Was? Die Granate. Also, die in deinem Gesicht. Man gewöhnt sich dran. Ich muss halt nur aufpassen, dass ich beim Popel nicht den Stift ziehe. Was? Jo, ja, es ist so. Kann ich mir vorstellen. Ganz nett hier. Hat sich viel verändert. Wo kommst du her? Brasilien. Brasilien? Also, da unten in Süden. Ich weiß, wo Brasilien liegt. Bei euch Gringos weiß man nie. Nerv mich nicht! Ah ja. Meine Goldkutsche. Kennst du die Tiger Claws? Wer nicht? Hast du Freunde bei denen?
Nein, warum? Ist nur eine Frage. Bin eben neugierig. Egal. Abkürzen. Den Motor laufen. Wir sind hier nur, weil du Hunger hast? Kann man so sagen. Okay, warte, ich hab Durst. Ich mach mir gerade mal kurz was zu trinken, ja? So, da bin ich. Was ist denn jetzt? Scheiße, was war das? Bist du so eine Art Granatenfetischist? Dann kommt immer rechtzeitig hier. Falsche Waffe. Oh, du bist so. Ist schon. Ja. Wäre besser gewesen, wenn du gleich gesagt hättest. Der Kopf ist einfach. Gar keine Reaktion gibt. Da haben die Leute recht. Du leider hast du einen Stock im Arsch. Meilen zurück in Wille Krass. Und das war schon. Der ist steif gefroren. Der Grund für die monströsen Strecken? Push bis auch so. Ein Stück von Alpha Centauri in den Badlands ab. Der Legende nach befand sich darin eine Substanz, nach der die Arasaka-Vampir-Elite her war. Zurück zu unserem Gespräch. Naja, das war's dann mit uns beiden. Oh, jetzt geht's. Viel, viel, viel. Okay. Entspannt. Wie wollt ihr eine Scheißfresse? Wir wollen ja noch einen Kampf schaffen. Ich mir nur die Knochen. Meine Bezahlung. Was soll damit sein? Hier, wie gesagt, die Besten haben ihren Preis. Mach's gut, Weh. Und nie an der Nase herum. Was passiert, wenn man schlecht über Nomaden redet? Was? Okay, ich nehme was ein, sorry. Ach, so. Mission abgeschlossen. Send in the Clown. Ein paar Bucks, aber egal. Ich mach jetzt nicht das. Mein Gott. Das Spiel, ne? Wir sind gerade mal. Und wir sind hier. Hier gibt's noch eine Nebenmission. Welche Nebenmission? Und hier. Wie ist das passiert? Ich kann ihn nicht ablegen. Warte mal. Was stimmt da hier gerade? Überhaupt gar nicht. Ich starte nochmal neu. Ich kann ihn gar nicht mehr ablegen. Hä? Ich wollte gerade schön ins Bettchen legen, aber nö. Ja, im Schlafen war. Naja,
Das war's dann mit uns beiden. Halt deine Scheißfresse, bevor ich dir noch einen Krampf schaffe. Aber spann dich jetzt. Und meine Bezahlung. Doch die was soll damit sein? Gehört dir nicht gehindern. Das war keine Wahrheit muss gehört werden. Himmel. Kein Problem. Ich meine, wer wird mir sagen, die Marslandung war ein Fake, wenn die dir die Zähne ausschlagen? Du glaubst meinem Worte nicht? Du meinst, ich weiß nicht, wenn man mich verspottet oder als falschen Propheten abstempelt? Ist nicht leicht, deine Auslegung in Ernst zu nehmen. Aber es steckt ein bisschen Wahrheit drin. Manchmal auch mehr als ein bisschen. Du siehst es also auch, dass hinter dem Schleier der Finsternis Wesen aus Albträumen lauern. Doch fürchtest es einzugestehen. Weißt du, hättest du echte Beweise für deinen großen kosmischen Plot? Hab ich heute Nacht ein Treffen bei einer alten Fabrik in Kapuki für ein wichtiges Tauschgeschäft. Beobachte sie, hol dir das Artefakt von Alpha Centauri. Du wirst sehen, ich hatte von Anfang an recht. Okay, ich sehe, was ich tun kann. Danke für den. Immer jetzt Tipp. Ja viel Glück wie. Greif nicht zu voreilig ein oder zu spät, dann ist alles verloren. Der Schicksal der Menschheit liegt in deinen Händen. Enttäusche uns nicht, enttäusche mich nicht. Kein Druck, versteh schon. Der Trophäesong. So, und jetzt zu dir. Okay, was meintest du? Was soll damit sein? Hier, wie gesagt, die Besten haben ihren Preis. Mach's gut, W. Und nie an der Nase herumführen lassen. Ja, diese Nasenwitze hier. Hast du ein Problem mit Nomadenkrieg? Sagt er noch im Tod. So, gucken wir mal. Ja, die Quest, ja, komm, können wir machen. Prophet-Song, wo ist das? Ungefähr. Okay. Eieiei. Spellbound gäb's auch. Sprich mit nix, also mit nichts. Ich würde sagen, komm, schneid den Weg und wir sehen uns dann bei irgendeiner Quest. Bis gleich.